Hallo und herzlich willkommen auf Game Mania zu einer weiteren Runde Gears of War 4, die Beta. Wir werden jetzt wieder zocken. Und zwar gegen gute Gegner. Tier Silver 1 bin ich gerankt worden. Anscheinend, oder vom Skill her, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich denke, Bronze ist da noch schlecht. Ob 1 gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ob es danach direkt auf Gold geht oder ob man erst Silber 5 oder sowas und danach irgendwann Gold, das weiß ich leider nicht. Und es lädt die Map. Dauert immer ein bisschen, habe ich so gemerkt. Bin noch ein bisschen krank. Bisschen erkältet. Aber wir können connecten. Good luck, Soldier. Wow. Stummschalten. Mute Player. So. Kann ich jetzt schon irgendwie. Anscheinend kann ich nicht mehr rein. Eins wie eins. Wie das ausschaut. Boah, kann ich den, kann ich das nicht wenigstens mal wegmachen, Alter? Nee. So. Jetzt. Granate. Das ist echt spannend. Da hinten Schild da. Stalemate. Unentschieden oder wie jetzt? Oh, wir sind ein Kerl. Das war immer so eine komische Frau. Fällt. Boomshot. Ist das die Shotgun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Good to go. Man, that was nasty. Ich war lucky. Ich habe auch leider irgendwie voll viel Angriffsfläche. Okay, mit was? Machen wir den Bogen. Ich merke schon, der ist ein bisschen OP. Dann haben wir zwei Kills im Rückstand. Aber den von hinten kriegen. Yes.
What's the matter, you hurt? What's the dog? Das war klar. Und da wurde ich überrannt von hinten. Irgendwie läuft gerade noch nicht. Ich muss erst wieder reinkommen. Das ist jetzt auch nicht so konstant gesuchtet. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich wieder reinkomme. You're blocking my shots! Das ist schon mal so kritisch. Schade. Laufe ich jetzt mal erstmal. Tja, wie viele Schüsse der einfach geschluckt hat. Nein! Spartaner! Scheiße! Wie ich da rumgeworfen bin, Alter. Konnten sie mich nicht annehmen, die Penner. Schade. Aber es wird ein GG leider. Leider verlieren wir. Leider, leider. 2-0 verloren, ey. Schade. Aber so ist das Leben. So ist das Leben, du. Voll die Scheiße. Spiel mal Damm. Ich finde Damm immer ganz cool. Skip. Bounty. Get 1000 scored in online versus matches. 8-6 Mal bekommen. Okay. Cast your vote for the next map, yo. Scheiße, aber Haber hat gewonnen, Haber. Ich finde die gar nicht so geil, Haber. Das ist ja so die optimale Map, finde ich. Naja. Da bin ich davon. Jetzt bin ich so ein komischer Marine. Kann man anscheinend sich nicht aussuchen, wer man ist. Okay, mal links rum. Und meine Mates. Man kann sich, glaube ich, auch selber wieder aufrappeln, aber warum hat er mich jetzt gekillt, ey? Ich war eigentlich gut drauf. Okay, die war es auch anscheinend, wie man wieder wie man nachlädt. Alle Tasten erstmal ausprobieren. Halt doch drauf einfach, ey. Ist ein Problem. Das ist halt ein bisschen arschig, wenn die immer so spawn campen. You.
Nee, 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 nee. Boah, jetzt hat er meine Schlösser geblockt. Lack überleben. Man macht ja anscheinend nicht viel Schaden. Fuck. Den hat er zerschnitten, Alter. Hätte er das in 2 Sekunden eher machen können. Wären wir alle vielleicht lebend davon gekommen. Alter, hat er den auch zerschnitten? Mit Kettensäge genommen oder wie mache ich das? Ach du ahnst nicht. Okay, die haben jetzt auch noch ein Team. Chance gehabt. Oh yeah. Keine Chance. Ah, damn it. Gotcha. Sauber. Victory. Nice. Das ist so geil. So möchte ich den Druck auch weiterhin haben. Das war ja ein bisschen. Guck mal, 2 Kills gemacht. Ist doch schön. Haben nur 2 Deaths reingekriegt. War mir denke ich nicht schlecht. Und die Kettensäge muss ja bestimmt Damage drücken. Aim your gun the other way. Dead. Spotte ich dann? Lol. Also, dass der überlebt hat, ist, also manchmal verstehe ich den Schaden nicht, den man dealt. Ist ein bisschen merkwürdig gerade. Weil der hat erst hat er ein paar Kugeln abgekriegt, dann hat er Shotgun-Ladung abgekriegt. Könnte aber sein, dass unser Teammate gerade irgendwie den auch noch nicht getroffen hat. Ist ein bisschen ärgerlich. Natürlich. Das kann er nicht überleben, aber der Dagger ruled hat er.
Besser ist er hier. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen stark auf Teamplayer an. Ein bisschen Eindruck. Wenn man seine Kräfte bündelt, dann. So wie die jetzt zu dritt. Dann ist man schnell down. Wow. Und da. Und wenn sie halt one-shot, ne? Ist ja klar. So wie die jetzt gerade mich ge-one-shottet haben. Ich war no undeal. Kein Damage kassiert eigentlich. Warum ich da jetzt ge-one-shottet bin und der andere Gegner nicht gestorben ist, obwohl er eigentlich gut geschluckt hat. Meine Fresse, Alter. Ist hier nicht. Mich überrennen. Guck mal, zack. Gar keiner warm. Jetzt kommt's drauf an. Smoke out! Yeah, this'll work! Shit! Hä? WTF? Okay. Steht's 1-1. Wird eine lange Runde. Das wird eine lange Runde. Wow. Ey, wie die da gerade geruhlt haben noch am Ende. Da kommt einfach mal ein Trecker. Geil. Ein noch lauter. Gleich mal Fenster zumachen. Ist natürlich wieder auf. Oh, gar nicht gesehen, ey. Wie der Fuß denn abgelaufen? Hä? Wo ist der langgelaufen? Okay. Mysteriös. Ich bin nur gestorben, ist jetzt, glaube ich, ne? Die Runde. Ich habe nämlich gerade die Gegner wieder ausradiert. Das ist echt, ich glaube, Teamplay ziemlich stark. Weil der einen verliert, der wird dann geruled. Schade. War ich einfach zu schlecht, würde ich mal sagen. Ob ich da mal so krass veraimt habe. Keine Ahnung. Spiel ist ein bisschen komisch vom Aiming her. Ich so schon den Eindruck so gekriegt. Das ist doch sehr speziell, dass man es auch erst lernen muss. Hey, Dick!
stirbt natürlich. Ja, ist doch typisch, ey, dass die Gegner einen so schnell kriegen. Hätte er mich mal wiederbelebt, hätten wir vielleicht gewonnen. Schade. Keiner ballert mal, fällt mir so auf. Die laufen vor unserer Fresse rum, aber warum sollten wir denn auf die schießen? Haben keine Deckung, kein nichts. Warum sollten wir schießen? Na gut, Beta-Gameplay. Merk schon. Erwischt. Und schon wieder, ey, ich verstehe den Damage von der Shotgun nicht, die macht gar keinen Sinn. Ich habe den zweimal gehittet, Alter, und er geht nicht down und er kann mich mit zwei Hits killen. Aber wir haben gewonnen. Versteh's nicht, aber na gut, das war's für den Part. Ein bisschen unlucky für mich gelaufen, warum auch immer manchmal die Gegner nicht gereckt sind. Wahrscheinlich Beta halt. Naja, bis zum nächsten Part.